Okay, Leute, da wären wir wieder. So, also wir wissen auf jeden Fall, auch wenn die Story gerade nicht vorangeht, können wir das andere auf jeden Fall machen mit diesen. Danke. Die neue Steuerung ist noch immer noch etwas, woran man sich so ein bisschen gewöhnen muss. Aber das hindert uns ja nicht daran, ansonsten Fortschritte zu machen. Absolut nicht. Und ich wollte hier erstmal ein paar. Gut, ein paar. Dingens. So, was ich auch machen würde, ist das Ding anlegen. Hier, wo habe ich's? Na? Na, 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 na. Hier, da. Ja, da werde ich gleich wieder eine Batterie nachlegen müssen. Aber Fakt ist, was ich gebrauchen könnte, wären A, Relic-Gates und B, blaue Kristalle. Ich würde vermuten, dass die Relic-Gates vielleicht doch und auch unterirdisch sein könnten. Und wenn das natürlich der Fall ist, dann muss ich die Unterwelt ein bisschen erkunden. Das ist ganz klar. Also durch Erde schneide ich hier echt wie nix mit dem Teil. Das ist auch klar. Was denkt der sich denn direkt hinter mir zu spawnen? Der ist einfach vom Licht schon gestorben. Das ist klasse. Aber ich werde hier trotzdem ein bisschen ausleuchten. Ein bisschen zumindest. Obwohl eigentlich. Naja, gut. Machen wir es einfach erstmal. Belassen wir das einfach mal so, wie es ist. Ich werde hier einfach mal weiter runterbuddeln. Für den Moment. Ich habe hier eh noch was vor. Was genau das voraussetzt. So, was haben wir da? Kohle? Ja, Kohle. Die nehme ich natürlich mit. Oh, da ist noch Sand. Den nehme ich selbstverständlich mit. Ich drifte hier fast ein bisschen zu sehr zur Seite ab. Ich wollte eigentlich einen schönen geraden Gang haben. Notfalls mache ich halt ein bisschen breiter, damit er wieder gerade wird. Das macht überhaupt nichts. Okay. Aber ich kann jetzt auch ich einfach mal hier weiter. So, dass er eben gerade wird wieder. So. Na komm. So, da haben wir noch ein bisschen Sand, den wir natürlich mitnehmen. Da rechts ist noch irgendwas. Da links ist auch noch irgendwas. Das nehmen wir selbstverständlich alles mit. Wenn das schon in der Erde ist, dann ist das, geht das Hingraben so schnell. Also. So. Ja gut, wenn ich jetzt weiter runter, direkt runtergrabe, besonders tief falle ich da nicht. Von daher mache ich das einfach. Ist schon klar, dass ihr mir das nicht gönnt, aber ihr interessiert mich erstmal nicht. So. Okay, da kann ich mich nicht einfach so runterfallen lassen, denke ich.
beziehungsweise ich kann gucken, was da unten ist. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß gar nicht mehr. Wenn da unten natürlich Wasser ist, dann würde ich mich da durchgraben. Das könnte fast sein. Ich weiß es nicht. Dann würde ich das nächste Mal machen und mich da durchgraben. Jetzt gehe ich einfach erstmal... Nee, da ist kein Wasser drunter gewesen. Das wäre ich hier, glaube ich, irgendwo rausgekommen, oder? Oder? Nee. Hier. Oder? Nee, jetzt bin ich schon wieder da rechts, oder? Oder was? Ich meine, das wäre ja schön, wenn ich hier... wenn ich zum Beispiel so einen geraden Durchgang hätte, wo Wasser unten drunter ist, dann könnte ich da sonst einfach runterspringen und so schnell runterkommen. Das ist ja... Alter. Eine ganz simple Idee. Oh. Ja. Na. Okay, dann halt. Bleibe ich halt erstmal hier drin stehen. Besorge mir ordentlich Teer. Der Schaden, der da verursacht wird, ist eh... Den kann man eh fast ignorieren. So. Schauen wir mal. Ja, natürlich sollte ich hier nicht ständig auf alten Waden bleiben, aber wenn ich ja schließlich was Neues finden will. Obwohl ich war der Meinung, ich hatte noch mal schon woanders mal so ein Relic Gate gesehen, als ich noch nicht wusste, was das überhaupt ist. Und da habe ich mir gedacht, hey, ich habe doch eh eins vor der Tür. Wozu brauche ich dann noch ein anderes oder so? Vielleicht. Irgendwas in der Richtung wahrscheinlich. Ach, jetzt bin ich hier. Das war eigentlich nicht geplant. Und wenn ich schon hier bin, dann könnte ich gerade mal... Genau. Könnte ich gerade mal zu der weißen Kristallhöhle gehen? Das wäre doch schon mal ganz gut. Wo ist die? Die müsste hier drunter sein, oder? Nee. Wo ist die denn? Wo ist die weiße Kristallhöhle? Gute Frage, ne? Gute Frage. Und ich habe keine Antwort. Vor allem, weil ich jetzt aus einer Richtung gekommen bin, wo ich normalerweise nicht herkomme. Da weiß ich natürlich erst recht nicht, wo ich lang müsste. Doch, hier bin ich richtig. Ja, komm, wenn hier die Kristallhöhle ist... Dann wäre das doch angebracht, meiner Meinung nach. Ja, das, den abzuschlachten wäre angebracht, aber das ist nicht die Hauptsache. Die Hauptsache wäre...
Komme ich da nicht hoch? Nein. Ist nicht weiter schlimm. Wow, die ist echt riesig, ne? Okay. So weit runter wollte ich jetzt nicht. Ich wollte irgendwo in die Mitte. Oder sowas in der Art in die Mitte. Nicht, also auf jeden Fall nicht ganz runter. So, die Höhe wäre vielleicht in Ordnung. Dann grabe ich mich von da nämlich zur Seite. Denn es wäre ja... Nee, ich muss noch höher. Würde ich mich nämlich ungefähr von mitten der Kristallhöhle aus zur Seite graben. Und zwar ständig zur Seite. Und hoffen, dass ich irgendwann eine andere Farbe Kristallhöhle finde. Ich meine, das ist, wenn ich andere farbige Kristallhöhlen finden will, dann ist diese Höhle hier der einzige Hinweis, den ich habe, wo die sein könnten. Und wenn ich daraus schließe, dass die aus, wenn ich daraus erstmal hoffentlich richtig vermute, dass die auf derselben Höhe sind, wie ich es gerade tue, dann ist natürlich klar, dass ich mich einfach von hier aus der Mitte zur Seite würde. Das würde Sinn machen. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich meine, es kann auch sein, dass die einfach völlig random verteilt sind. Na. Wäre alles möglich. Ich werde einfach jetzt erstmal davon ausgehen, dass ich... Ne, nicht davon ausgehen, ich werde es hoffen. Aber wenn sie über Hände verteilt sind, dann kann ich so genauso gut welche finden wie auf jede andere Art und Weise. Und wenn sie nicht über Hände verteilt sind, dann habe ich dadurch den Vorteil. Also so oder so ganz in Ordnung. Na gut. Fast hätte ich dadurch einen Vorteil. Es hat natürlich auch einen Nachteil, dass ich jetzt auf der Höhe graben muss, wo dann vielleicht auch mal ihr wisst schon, wo dann vielleicht auch mal Stein im Hintergrund ist, und das würde natürlich bedeuten, dass ich zum Durchgraben ein bisschen länger bräuchte. Aber, und wenn ich einfach davon ausgehen würde, dass die überall sein könnten, dann könnte ich einfach da lang graben, wo es am leichtesten geht. Das ist natürlich jetzt so was anderes, aber... Naja, das wird schon. Das wird schon. Wow, Spinnen habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Moment. Okay. Das ist tatsächlich nicht tief. Also Spinnen habe ich ja echt schon lange nicht mehr gesehen. Stellt sich ja echt die Frage, wo die, warum die jetzt schon wieder da sind. Die waren noch mal eine Weile, habe ich die praktisch nicht gesehen. Es würde ja Sinn machen. Würde ja Sinn machen, dass die irgendwie, weil jetzt ja auch stärkere mal kommen durch meinen weiteren Fortschritt. Habe ich gedacht, ist normal. Und jetzt tauchten plötzlich gleich zwei hintereinander auf. Also, das ist schon bemerkenswert. Das ist bemerkenswert.
Naja, gut. Ich bin jetzt echt gespannt, ob ich was finde, was ich brauchen kann. In jedem Fall kriege ich hier Dingens. Forschungspunkte. Das ist schon mal ein großes Plus. Das ist ein großes Plus. So. Das ist eine wirklich interessante Expedition. Und für jedes 3 abgebauten Stein kriege ich 6 Forschungspunkte. Ist nicht viel, aber es ist besser als nichts. So viel ist klar. So. Sehen wir hier irgendwas? Ich sehe nichts Besonderes. Da oben ein paar Erze und da rechts auch, aber sonst... Ich kann auch nicht erwarten, dass ich hier bald irgendwas finde. Ich meine, ich habe in der ganzen Spielzeit bisher eine so eine Kristallhöhle gefunden. Und jetzt will ich spezifisch eine blaue finden. Also, das kann ja nur Unglück ergeben. Wenn ich jetzt sagen würde, jede Kristallhöhle ist in Ordnung. Grün, rot, gelb, weiß und so. Das wäre in Ordnung, aber wenn ich jetzt eine bestimmte Farbe suche, dann ist das schon unwahrscheinlich. Ist das schon unwahrscheinlich. Aber das werden wir ja gleich sehen, wie sich das weiter auswirkt. So. Wir werden es zumindest irgendwann sehen. Ob es gleich ist, ist eine andere Frage. So, bitte weiter nach rechts. So. Das ist schon eine große Sache, was ich hier mache. Wie sieht es eigentlich mit meinen Forschungspunkten aus? Da habe ich doch bestimmt jetzt auch. Ich wollte wissen, was ich an Forschungspunkten habe. Lasergun, da fehlt mir noch was für auf jeden Fall. Okay. Gut. Wie viel fehlt mir denn? Hä? Ach nee, mir fehlen nur die Materialien. Die Dingens dafür habe ich, die Forschungspunkte. Weiß nicht, warum es dann rot ist. Ich dachte, es ist nur, wenn mir die Materialien fehlen oder so. Aber anscheinend nicht. Anscheinend ist es auch, wenn die Materialien... wenn... Was habe ich gesagt? Ich meine... Ach, egal. Ich habe einfach gedacht, gerade, dass mir die Forschungspunkte fehlen. Und das ist ja nicht der Fall. Das ist nicht der Fall. Ich höre hier auch schon einiges. Das wird auch nicht alles hinter mir sein. Sondern auch irgendwo hinter... Ja, da sehe ich schon, dass da Dingens rumliegt. Also muss da auch irgendwo eine Höhle sein. Wenn da eine Pflanze ist. Jawohl, komm her. Stört mich jetzt reichlich wenig, was du hier machst. Ja, das ist schon eine mühselige Arbeit, sich hier rüber zu buddeln. Eine mühselige Arbeit.
Arbeit, Leute. Machen wir mal weiter. Und schauen, ja, ob sich's irgendwann lohnt oder nicht. Gut, ich habe schon Sachen gefunden, die ich gebrauchen könnte. Zum Beispiel Kohle und Kupfer. Und Teer. Also, das sind alles Dinge, mit denen man was anfangen kann. Allein schon neue Batterien könnte man damit wahrscheinlich massenhaft herstellen, mit dem ganzen Teer und dem ganzen Kupfer und der ganzen Kohle. Und das ist schließlich das, was ich... Das Einzige, was ich durch diese Reise verbrauche, ist der Teer. Und ja. Okay. Wir haben mal wieder Erde. Oh. Und mein Inventar läuft über, wa? Haben wir da irgendwas, was wir dagegen machen können? Wenig. Wir können das hier wegschmeißen, auf jeden Fall. Okay, das ist zu groß, um es hier aufzustellen. Ein Versuch war es wert. Versuch war es wert. Aber wirklich was werden tut's nicht. Na, gut, dann halt so. Ach gut. Okay, schauen wir mal weiter. So. So. Na komm her. Ich weiß doch, was du willst. Ein schönes Stöckchen. Das hier meine ich. Das große Knöchchen, das große Stöckchen aus Stahl. Oder aufs Platin oder was auch immer das ist. Titanium. Ja, das kann sich schon sehen lassen. Tja, Leute. Es ist halt... Aha. Da will ich bitte hoch. Da liegt immerhin eine Kiste. Und die hätte ich schon ganz gerne. Solche Kisten sind immer schön. Jetzt würde ich gerade mal schauen, ob ich hier nicht mal irgendwas machen kann. Mein Inventar etwas leerer zu bekommen. Na, ich könnte das hier wegschmeißen, aber das wird auch nicht lange vorhalten. Noch irgendwas? Okay, ich kann das dahin schmeißen.
wegschmeißen. Das geht auch. So. Und wo wir schon so weit gekommen sind? Nein. Keine Kristallhöhlen. Sehr schade. Sehr schade, sehr schade, sehr schade. Oh. Interessant, das werde ich auf jeden Fall. Also ein Bogen, Leute. Warte, den schmeiße ich hier weg. Und ich habe hier einen Data Cube gefunden. Mal schauen, was da drin ist. Noch ein Corrupted Data Cube. Nun gut. Wenn ihr so wollt, dass alle Data Module, Data Cubes corrupted sind, dann muss ich das wohl akzeptieren. So, was haben wir hier noch? Okay, das könnte ein bisschen sich hinziehen, bis hier irgendwas kommt. Ich glaube, aus diesem Grund muss ich auch einfach mal zurückgehen. Das kann ich ja dann immer noch, also, das Ding hier steht. Und wenn die erstmal steht, dann können wir da auch wieder lang gehen. Ist ja gar kein Problem. Jetzt müssten wir nur zurück. So. So. Wo bin ich denn jetzt? Im Vergleich dazu, wo ich sein sollte. Da sollte ich sein. Okay, ich hätte ja einfach nicht hochspringen sollen, sondern einfach weiter gerade gehen sollen. Aber so rum ist einfacher als umgekehrt. Von daher. Na. Okay, ich habe hier einiges, was ich nicht brauche. Das schmeiße ich mal weg und das schmeiße ich mal weg. Und das da schieße ich mal ab. So. Ja, speicher mal mitten im Kampf. Das ist immer willkommen. Na. Na, komm. Okay. Wie sieht's eigentlich? Das kann ich natürlich nebenbei auch nochmal machen. Das bringt zumindest ein paar Forschungspunkte. Im allermindesten. Und hier muss ich wahrscheinlich rüber. Und
Und hier nochmal. So. Shit. Okay. Hier geht's raus. Alles klar. So. Alles klar. Aber jetzt muss ich wirklich zurück nach oben. Na, komme ich da irgendwie? Nee. Nee, macht nichts. Macht nichts, dann laufe ich halt hier normal lang. Oder wie auch immer man es nennen soll. Lauf einfach lang. So wintersportmäßig und so. Ja. Das noch raus da. So. Mal schauen. Ja. Auf jeden Fall sind wir jetzt gleich oben. So viel ist klar. Ob der Ausflug sich jetzt gelohnt hat, weiß ich nicht. So. So, so, so. Okay, wir sind gleich oben. Dann können wir zumindest das erledigen. So. Also. Wie war's damit? Was fehlt uns da? Auch. Ach so, da brauche ich erstmal Granite Gun. Ja. Warum hat er die denn? Da werde ich die. Na, da brauche ich einen Modulator. Okay, mit dem Modulator kann ich nicht dienen. Zu schade. So. Was ich jetzt noch ganz gerne hätte, wenn paar Devices. Und zwar der nicht. Ja, dazu bräuchte ich wieder ein Dynamo, ne? Und den, ja, müsste ich erst da finden. Und ich schätze, dazu müsste ich wiederum. Ja, was müsste ich dazu machen? Warte mal. Wieso habe ich hier noch. Ach so. Richtig. Das habe ich da natürlich noch. Doof, aber ist so. So. Bevor ich jetzt irgendwas mache, mache ich immer so und so. Machen wir noch einen? Ja. Und dann ordentlich Zinnbarren. Ach nee, so, das hier bleibt auf. Aber die Zinnbarren kommen da rein. Also, was Zinn angeht, da bin ich ganz gut ausgestattet. Muss man ja wirklich sagen. Muss man ja wirklich mal sagen. So. Nee, das ist nur ein Elektrikrotor, kein Dynamo. Das ist sehr schade, natürlich.
Aber muss ich mit leben wiederum? Übrigens passt da nicht noch so ein Ding hin. Das wäre nämlich ganz cool. Moment, das brauche ich doch gar nicht. Ich habe doch da unten noch eins, oder? Ja, zwei sogar. Dann nehme ich die doch mal da raus. Und er legt das Corrupted Dingens noch dazu. Die Steckdosen. Eisenerz, denn. Na, momentan behalte ich auch mal die Erze. Immerhin habe ich ja festgestellt, dass ich manchmal jetzt auch Erze brauche statt die Waren. Und falls das wieder passiert, dann will ich vorbereitet sein. So. So. Ja. Das passt dahin. Und dann würde ich das hier nämlich da reinlegen. Und das hier meinetwegen. Und ein paar Flowers und das, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Es ist alles gerade nicht so aufregend. Aber ich weiß, was wir jetzt aufregendes machen können. Oder halbwegs. Was interessant ist, zumindest. Ja, und zwar das, indem wir einfach nur nochmal machen, was wir schon mal gemacht haben. Richtung Stadt aufbrechen. Das wäre sinnig. Aber erstmal natürlich noch mal schlafen, das ist auch klar. So. Jetzt aber. Brechen wir noch mal in Richtung Stadt auf und sehen wir, wie weit wir kommen, beziehungsweise wie weit wir teleportiert werden, was auch immer. Was auch immer. Fakt ist, dass es interessant werden dürfte. Also, wenn das nicht interessant wird, dann weiß ich auch nicht. Ernsthaft. So. Weiter bitte. Immer schön weiter. So. Und jetzt bin ich gleich an der Stadt. Also, ich weiß nicht, was passiert, wenn er mich jetzt wegteleportiert. Vielleicht wäre es dann gar nicht schlecht, wenn das passieren würde. Ich könnte immerhin näher an so ein Willig-Gate geportet werden. Würde fast Sinn machen. Okay, saving your game. Das ist in Ordnung. Na. Ja, ich weiß, dass ihr mir hier ans Leder wollt. Warum auch immer ihr dieses Risiko auf euch nehmen würdet, letztendlich ist es euer Risiko.
Und ich weiß nicht warum. Ich habe Modulators gefunden. Das gefällt mir doch schon mal. Ja, ich weiß, dass du hier meinst, du machst hier einen auf dick und kotzt mich an. Genau das tust du, mein Freund. Also, wir haben hier einige interessante Sachen schon gefunden. Oh ja. Mal wieder viel, das bei meinem Anblick schon zu Staub zerfällt. Ich bin nun mal eine so